Lieben, ich wollte euch noch mal ein Geschenkpaket zeigen. Und zwar war da noch eine Monster High Zeitschrift drin. Das hat mir wieder die Emine einfach so zugeschickt. Ich habe natürlich alles aufgemacht und schon seit einem Tag hier stehen. Ich wollte eigentlich kein Video dazu machen. Dann habe ich gedacht, wieso eigentlich nicht? Und ich habe noch eine Und zwar Sache zeige ich gekauft. erstmal mein letztes Haul-Ding, was ich mir jetzt endlich gegönnt habe. Wow, alleine die Verpackung in XXLer Form hier. Melody, genauso innen. Einfach, wie kann bitte eine Verpackung so, so schön sein? Es ist einfach die Verpackung. Es ist die Verpackung. Es ist die Verpackung. Wow. Wirklich. Und sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir wirklich gut. Auch von innen drinne. Schön frühlingshaft, schön natürlich. Wirklich eine Alltagspalette. Ich denke, dass man damit gute drei Alltagslooks schminken kann. Versuche ich mal in ein Video zu packen. So drei Looks damit. Ja. Ich bleib jetzt erstmal hier. Es passt auch. Ihr seht ja das eh nicht, was ich hier gemacht habe. Und ich ganz zufrieden. Zum einen hat mir die Imine ein Kischkernkissen zugeschickt. Das benutzen wir tatsächlich relativ oft. Wenn jemand Bauchweh hat, dann wird das einfach in die Mikrowelle geworfen. Und damals hatten wir noch keine Mikrowelle. Da haben wir es in den Ofen geschmissen. Ich glaube, bei 100 Grad oder sowas kann man das dann in den Ofen schmeißen. Ja, Kischkernkissen geht immer. Ist schneller als eine Wärmflasche. Dann sind hier Kaltwachsstreifen drin. Das sind noch ein paar Dinge, habe ich geschaut. Ich habe meine Tochter gefragt, ob sie sie ausprobieren will. Nein. ja, werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich bin nicht so der Typ, der Kaltwachsstreifen benutzt. Vielleicht mache ich das mal im Winter. Da sind die Härchen ja ein bisschen länger. Sonst bringt das ja nichts. Und ja, ich werde testen. Ich werde testen. Ich habe noch Kaltwachsstreifen. Ich glaube, ich habe auch noch diesen warmen Pott von Balea. Dann hat sie mir mit eingepackt Balea Fülle und Prachtspray, die Pro-Strukturformel verleiht mehr Fülle und Griffigkeit für sichtbar prachtvolles Haar. Dünnes, feines Haar. Das könnte ich eigentlich meiner Mutter schicken. Also bei mir passt halt nichts mehr in den Schrank rein. So ein bisschen. Oh ja, Griffigkeit macht es auf jeden Fall. Ich meine, okay. Ich habe noch Trockenshampoo heute Morgen benutzt, weil ich einfach gestern nicht zum Duschen gekommen bin. Ja, wunderhübsch, oder? Werde ich austesten. Wenn das nichts für mich ist, wandert es natürlich weiter zu Mutti. Das hier habe ich schon seit 2 Tagen ausgiebig getestet. Ich muss sagen, das ist ein bisschen ein Dupe zu Victoria's Secret. Ich muss sagen, dieser Duft ist richtig gut. Du kannst ja gerne mal hinschreiben, wo du den her hast. Der ist nämlich echt lecker. Der riecht so ein bisschen nach Birne, finde ich. Birne. Und ich benutze den gerne als Körperspray. Und ich finde, man riecht den auch länger. Und so sieht es übrigens aus. Ja, es sieht richtig lecker. Dann war mein Lieblingsprodukt von Pantene Provine drin. Das stelle ich mir auch gleich sofort in die Dusche. Und das besagte türkische Wasser, das goldene türkische Wasser, das Rosenwasser. So sieht die Pulle aus. Ich habe zwar gesagt, nein, brauchst du mir nicht mitbringen. Ich habe noch, weil ich habe wirklich noch 2 geschlossene Rosenwasserpullen und jetzt noch eine dritte. Und die andere ist ja auch noch halb voll. Aber ich werde es auch testen. Ach so, und dann habe ich noch eine geschenkt gekriegt von aus Ägypten, frisch eingeflogen. Die ist frisch aus der Türkei eingeflogen. Dann habe ich das hier. Leute, ich muss mal kurz gucken. Das sieht nämlich dunkler aus. Tatsächlich. Das ist. Oh, das könnte gefährlich werden. Seht ihr das? Anhand der Verpackung sieht man schon. Huh. Darf Dermaspa Summer Revival. Revival. Das ist mittlere bis dunkle Hauttyp. Und das andere ist heller bis mittlerer. Den werde ich heute komplett leer machen noch und der kommt dann irgendwann mal wieder dran, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. So, dann habe ich alle Sachets mal eingepackt. Das habe ich mal versucht zu verwenden. Das roch nicht gut. Das mache ich weg. Mine sei mir nicht böse, aber das kommt für mich in die Tonne. Dann habe ich geguckt. Es ist schon 2016 abgelaufen. Macht ja nichts bei Kosmetik. Da bin ich nicht so. Aber bei Naturkosmetik und bei Alverde, es ist bei mir noch nie irgendwas
heile geblieben vor dem Ablaufdatum. Deswegen direkt in die Tonski. Dann Gefrierbeutel kann ich immer gebrauchen. Immer. Und wenn der noch dabei gewesen wäre, die Blaubeeren. Dann, worüber ich mich auch super gefreut habe, war diese Cremegel-Schneckenmaske. Schneckengel-Creme. Die riecht nicht nach Schnecke. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie Schnecke riecht. Ich finde, das riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Das riecht einfach nach purer Frische. Das riecht schon fast so ein bisschen nach Klostein. Aber riecht relativ frisch. Ich möchte das unbedingt testen. Morgen früh schmiere ich mir das ins Gesicht. Die Schneckencreme von Action ist die. Die habe ich auch gesehen bei Action. Aber ich habe mich zusammengerissen beim Action. Unglaublich. Und habe nichts weiteres mitgenommen. Wobei ich meine Mutter wahrscheinlich eine Bestellliste irgendwann aufgebe. Ja, wie es dann immer so ist. Dann ist Volumeneffekt Forming Water. Ohne Silikone. Hallo? Ist da. Ist das verklebt oder? Ich guck mal, dass ich das vielleicht in Schuss kriege. Dann, worüber ich mich auch immer freue, sind Klosprays. Und der Duft ist wirklich sehr angenehm. Das ist nämlich Pink Flower. Passt wie die Faust aufs Auge zu mir und zu meinem Klo. Dann war da drinne von Herbal Essences verwöhnende Feuchtigkeitspflege Maske. Riecht sehr lecker nach Kokos. Ich bin der Meinung, ich hätte sie nochmal da. Könnte mich aber auch irren. Keine Ahnung. Ich weiß schon immer, was ich da habe. Dann ist noch eine Bodylotion von Ginger Morning drinne. Die werde ich auch demnächst aufbrauchen einfach. Die ist auch nicht mehr ganz voll. Die lasse ich mal so stehen, weil ich benutze den Pumper nicht. Das ist viel zu anstrengend. Also viel zu anstrengend, sich damit zu, bis da genug rauskommt. Und ich finde, ja, ist nicht ganz so mal mein Duft. Zum Duschen okay, konnte ich es noch benutzen, wobei ich das Duschgelzeug so schwer fand, rauszubekommen aus der Dusche. Worüber ich mich gefreut habe, kennt ihr diese blauen diese Eisbonbons? Genauso riecht dieses. Das ist ein Eisbonbon-Surprise. Und das riecht wirklich so. Ganz, ganz lecker. Dann war noch drin So Sweet Car Ring Body Lotion. Die Verpackung spricht mich auf jeden Fall an. Hat keinen eigenen Duft im Moment. Werde ich aufbrauchen und dann berichten. Dann, worüber ich mich auch gefreut habe, war die Nachtcreme Wildrose. Nachtcreme habe ich tatsächlich nicht so viele. Ich benutze Nachtcreme eigentlich immer. Also ich bin wirklich der Typ, der ordentlich Nachtcreme benutzt, weil ich es eigentlich liebe, nach dem Duschen mich einzucremen, also im Gesicht oder nach dem Waschen reinigen, keine Ahnung, dann einfach eine Creme. Aber im Sommer war es einfach nicht möglich. Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und Wildrose fand ich eigentlich immer gut von Alverde oder von einer anderen Firma. Dann war noch drin eine selbstbräunende Geschichte hier. Sanozon, ja, das wird ein Struggle damit, denke ich mal. Es sieht jetzt schon ziemlich orange aus. Oh, da sagt der Akku, ist leer. Naja, machen wir so mal weiter, ist trotzdem noch genug Tageslicht. Sanozon, wir werden versuchen, es aufzubrauchen. Wenn nicht, dann ja, dann halt nicht. Vielleicht für die Beine dann. Dann, genau, das war der Deckel davon. Dann waren so Tarts-mäßig drin. Ne? Ich habe versucht, die riechen nicht so intensiv, aber sie, das riecht, was man riecht, riecht nach frisch gewaschener Wäsche. Ist in Ordnung. Manchmal benutze ich die Kerzen, einfach nur den Wachs von den Kerzen und mache ein paar Öltropfen rein, weil ich vergesse immer das Wasser. Dafür sind die Dinger auch gut. Vielleicht werden sie intensiver. Es riecht so ein bisschen nach Oma. So nach früherer Oma halt. Irgendwie nach früher. Erinnert mich das. Dann etwas, was ich noch nicht herausgefunden habe, was es genau ist. Das ist ein Leave-In Conditioner. Das ist, ja, wahrscheinlich sowas, was man sich in die Haare schmiert. So ein bisschen Feuchtigkeitszeug.
Ah ja, genau. Jetzt kommt da auch was raus. Direkt mal kurz ein bisschen. Also Gerüche sind mir schon wichtig. Ja, es riecht so ein bisschen nach... fast hätte ich meine Hände damit eingecremt. Also macht man sich dann so in die Haare rein. Hat keinen bestimmten Geruch, muss ich sagen. Oder ich habe einfach zu viel rumgesprüht. Ich habe auch einen kratzenden im Hals. Unglaublich. So, ich muss auf jeden Fall mal meinen Badschrank versuchen, mal so viele Dinge wie möglich aufzubrauchen. So sieht das aus. Ja, könnte man auch mit Locken kreieren oder halt eben glatte Haare machen. Ölfrei, ja, Sulfate und Parabenfrei. Brasilian, Kreatinöl. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Pflegende Leave-In-Conditioner. Dann war da noch Kinder- und Hautmanns Kindercreme. Damit könnte ich mir auch vorstellen, mal die Füße oder sowas einzumachen, anzucremen. Oder die Ellbogen. Für die Lippen würde ich es jetzt nicht benutzen, weil halt eben andere Finger schon drin waren. Aber wenn man das so schlecht desinfizieren kann, weil es so viel ist. Aber ja, für die Ellbogen geht das. Oder wenn man raue Stellen irgendwo hat an den Knien. Keine Ahnung. Dann ganz viele Sachets. Worüber ich mich super gefreut habe, war natürlich meine Pantene-Prove-Geschichte. Das ist ein riesen Sachet. Sind 25 Milliliter drauf, drin und drauf. Zwei Anwendungen auf jeden Fall, wenn nicht drei. Also man kann das wirklich so in so einem Pott machen. Dann wieder eine Bodylotion von Mixer. Das benutze ich super gerne. Dann ist hier von Astor sowas drin. Das würde ich gerne mal austesten. Dann ist da drinne von Revlon ein, wie nennt sich das, eine Foundation. Dann das hier sortiere ich direkt aus, dieses Beauty Balm Geschichte. Ich weiß es nicht, soll sich meine Tochter damit rumquälen. Kann sie damit spielen, sich schminken oder sonst was. Dann, das ist nämlich gar nichts. Also ich finde, das ist einer der schlechtesten Beauty Produkte ever. War von Veleda. Dann ganz viel Augencreme-Sachets von Dermasense, medizinische Hautpflege. Und Augentrost, die fand ich richtig gut, also hat mich echt überrascht für Alverde. Ich bin nicht der größte Alverde-Freund. Dann Intensivkonzentrat Beauty Talent gegen Dehnungsstreifen, dies, jenes, Narben. Hört sich sehr vielversprechend an und nichts stimmt davon wahrscheinlich. Dann Dermablend 3D. In Nummer 45. Dann war drinne wieder eine Augencreme. Dann wieder ganz viele so Pantene Proven Sachets. Ich liebe sie. Ich liebe Pantene Proven. Ich werde immer glücklich sein damit. Max Factor Miracle Match. Das könnten wir tatsächlich ausprobieren in so einem Foundation Day. Davon habe ich nämlich die Originalgröße auch. Und in der 35 nochmal die Derma Blend und nochmal eine Augencreme. Und das wär's. Vielen, vielen Dank, meine liebe Elmine. Ganz, ganz liebe Grüße auch an deine Tochter. Meine Tochter hat sich auch gefreut über das Heft. Hat schon reingemalert. Und ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Vielen, vielen Dank. Ciao.